Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Vlog hier bei der Phantom Arena. Ihr guckt richtig, wir haben keinen Winter mehr. Wir haben heute Freizeitpark Saisonstart im Fort Fun und es schneit. Ja, unfassbar. Wir haben heute den 13. April und ja, wir sind heute hier, um nicht nur die Saison, den Saisonstart zu feiern, sondern auch unter anderem um Achterbahnräder zu kaufen, denn von Devil's Mine und von Speed Snake gibt es hier heute Achterbahnräder, haben uns schon was reservieren lassen, ja, eben im Shop, sehr cool. Aber heute hat alles zu an schnellen Attraktionen, also die Achterbahn haben leider alle zu, weil es halt schneit. Und wir machen aber trotzdem das Beste draus. Ich bin ein bisschen erkältet vom Hansa-Park, irgendwie habe ich mich da ein bisschen was mitgenommen in den letzten Tagen. Ist aber egal, wir fahren jetzt eine Runde mit dem Rafting River. Bei Schnee. Kann man machen, ne? Machen wir jetzt auch, ihr seht das Intro und danach geht's hier los. In diesem kleinen, aber schönen Vlog aus dem Fort Fun. Saisonstart 2019. So, wir gehen jetzt hier wirklich Rafting River fahren. Der Schnee ist halt irgendwie übertrieben gerade. Fängt gerade richtig an zu schneien. Moritz hat irgendwie Angst, an diesem Ramalama-Ding-Dong da vorbeizugehen. Weil, und jetzt guckt er schon, Alter. Der hat ja die Backen, hat der so dick. Hat ich hab ne Kapuze, die können mich ruhig. Oh nee. Ey, guck mal, guck mal, die gucken schon so, als ob die anrotzen wollen. Ja, der sieht das erste Mal Menschen dieses Jahr. Weißt du, was Geile ist? So, ja, ja, ihr könnt hier alles fahren. Und dann tun die hier irgendwie solche Viecher da rein. Dann kannst du damit trotzdem nicht fahren, weil die dich anrotzen, da keiner vorbeigehen will. Von Moritz. Oh, ich hatte noch nie Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Tut gar nichts, aber egal. So, ja, ihr seht, es schneit mega kacke. Wir haben April. Ich habe mir dieses Jahr schon meinen ersten Sonnenbrand in Madrid geholt und auch beim Phantasien-Saisonstart war es sehr, sehr, sehr warm. Und jetzt kommst du hier ins Sauerland und dann hast du hier so einen Scheiß. Gott sei Dank, bitte. Kann der Park ja nicht für. Ist trotzdem irgendwie komisch, ne? Guck mal. So. Freizeitpark Action Extrem. Gleich geht's los, ihr seht das on-ride. Wenn nicht alles beschlagen wird vom Schnee. Ich bin ein Schneemann. So. Oh mein Gott, Gott. Leute, wir sitzen im Boot. Wir haben ja ein bisschen sauer gemacht. Wir haben ja noch eine Schneemann. Heute ist doch ein Vlog. Also ich glaube, diese... Ich glaube, diese... Ich bin noch nie so ein Rapid River gefahren, in so einem Zustand. Das ist das erste Mal mit dem Ding. Ja, das auch. Aber... Guck mal, wir können gar nicht mehr den ganzen Park sehen, weil alles voller Schnee ist. Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Guck mal, sie sieht man gar nicht mehr hier. Ich hab Angst um mein Leben. Wir werden so oder so nass wegen Schnee und so. Ja, deswegen ja. Danach müssen wir uns echt irgendwo aufhören. Ohne Scheiß! Ich gehe leider jetzt mal Skifahren. Okay. Wir haben noch hier genug Skipisten. So geil. Ja, lass mal die Achterbahn zu. Mach mal lieber alle Wasserbahnen auf. Kein Thema. Ach ja, Moritz, ich wollte dich eigentlich gefragt haben, ist das hier sehr nass? Ja. Nein! Das Riverquest. Das sieht man voll. Scheiße, warum sitze ich denn hier? Du willst aber das ja beim Rafting River. Oh Gott. Alter, hier ist der Wasserbahn, ey. Erinnerung an alles. Guck mal, ein Winterkaktus. Jetzt kommt das Wellenbecken, das ist wie im Europapark. Nee. Doch. Laber nicht. Woohoo. Da habe ich letzte Woche sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Aber war warm, oder nicht? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe Schnee. Seemann. Meinst du das? Früher lief hier noch coole Musik. Meinst du, das Boot hat Schneeketten?
Wir sind mal auf so einem Stein hier fast hängen geblieben. Oh. Oh, die Wellen sind aber sehr angenehm. Zum Glück. Ich muss mal die Linse putzen. Ich hab Schnee. Ich auch. Es tut mir leid, wenn man nicht viel sieht. Aber es ist halt irgendwie gerade. Schnee, mein Schlaf! War es da schon fast, ne? Ja, jetzt gehst du noch zurück. Oh. Aber der Rückweg ist das Schlimmste. Du hast Butterzucker auf dem Kopf. Egal. Oh, Strudel! Da ist ja wirklich hier Phantasialand, ne? Hilfe! Ich hab Schnee im Mund. Alter Schwede. Nein, nein, nein! Ah. Wow. Das Boot ist sauber! Na, das ist ganz Schnee mehr auf jeden Fall jetzt. Ah, boah, es ist kalt, meine Hand friert ein. Ja, beide auch. Ich hab Handschuhe. Trotzdem kalt. Ah, scheiße. Jetzt war doch mal eine gute Fahrt. Oh. Wir sind fast nicht nass geworden. Ja, fast nicht nass geworden. Aber. Leute, wir fahren Wasserbahn übrigens. Geil. Okay. Leise rieselt der Schnee. Sollen wir nicht gucken, wo hinfährt? Und wie Foto von den Kinders? Oh, ich sehe genau null. Ja, reicht ja auch, ne? Meinst du, der macht überhaupt ein Foto? Du hast nur Schneeflocken drauf. Oh, ich werde nicht sagen, aber. Die hat arschkalt und die nicht. Meine Schuhe sind trotzdem nass. Obwohl ich habe extra die Wasserdichten angezogen. Ja, hätte ich auch mal machen sollen. Oh, fuck it, ey. Guck mal, ey, das ist schlimmer als Winter. Ich freue mich voll. Also ich finde das hier, klar ist kalt, aber ich komme aus dem Sauerland. Ist war was gewohnt. Guck mal hier. Guck mal hier. Das sind mindestens 5 cm Neuschnee im April. Hier. Ah, meine da kommt doch welche. So, also wir sind jetzt ganz hier eine Runde gefahren. Oh, da kommen zwei Boote. Also ich glaube, ich war noch nie so froh, dass ein Rapid River nicht so nass war, aber wie jetzt heute. Aber kann schneiden, wie es will. Das, das stimmt, das stimmt. Ja, wir machen jetzt hier noch ein paar Aufnahmen und dann geht es mal weiter. Oh Gott, also es wird, glaube ich, ein kleiner kurzer Vlog, weil die hier alle noch bis 15 Uhr aufhaben. Kurzzeit bei Wendestunde. Nee. Aber auch meine Hände. Also ich melde mich gleich. Es ist kalt. Ich bin am Schneien, ey. Ja, so, Finn hat heute nicht auf. Warum auch? Ja, die Wasserbahnen haben auf. Das ist wie im Efteling damals, nur ein bisschen heftiger. Das stimmt. Im Efteling war auch nichts auf, also an Achterbahn. Also Achterbahn heute nicht auf, aber ganz zuvorkommend hier vom Fort Fun. Wir haben nämlich am Eingang direkt eine
weitere Karte bekommen, ne? Eine Fahrkarte. Und ich fahre genau, hier fast auf dich. Am besten gehst du in dem Schnee, der noch unberührt ist, weil das ist ja. Naja, auf jeden Fall können wir dann hier noch umsonst noch mal rein. Ist natürlich auch sehr gut, dass es so ist, dass wir das kriegen. Erstmal vielen Dank. Aber ich meine, andere Parks machen sowas, bieten sowas nicht an. Das ist erstmal schon mal richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich gut, weil... Den da, genau. Man sieht noch nicht viel. So das Fundament. Genau. Thunderbirds wird ja die Neuheit 2019 hier heißen, die aber erst im Mai aufmacht. Und dafür ist es natürlich sehr gut, dass wir eine Jahreskarte Jahreskarte gekriegt haben umsonst. Eine Freikarte bekommen haben, um hier nochmal hinzukommen. Ja. Plastiktüten sind jetzt verboten, sonst wäre ich hier runtergerutscht mit einer Plastiktüte. Das, hör mal, auch hier im Hansapark, ne? Überall nur noch Holzbesteck. Das ist voll geil. Auch so Löffelchen so aus Holz. Ja. So, ja, wir gucken jetzt mal hier, können wir ja mal so ein bisschen Spaß haben im Schnee. Das ist ja hier diese Rotationskacke da, ne? Wo ich. Da könnte ich wieder. Da muss ich mich wieder. Ich glaube, wir nehmen den Trecker. Mir ist eben aufgefallen, dass ich letztes Jahr auch zum Saisonstart hier war. Und zwar ja mit Pascal und Amara, mit denen ich gerade eben noch geschrieben habe, von Theme Park Guide. Unter anderem, da war das Wetter ein bisschen besser und wir konnten alle Accounts mitnehmen. Aber ja, so ist das halt. Ne? Gucken wir uns hier mal die Neuheit 2019 an, von der man natürlich jetzt nicht viel sehen wird. Aber ich garantiere euch, ihr werdet hier auf dem Kanal noch ein paar Aufnahmen davon sehen, wenn das Ganze fährt. Außerdem bin ich das Ding auch schon mal so gefahren, aber die größere Version, das ist ja die kleine Version, es gibt ja eine größere Version in Valigator. Das war nochmal ein Area, das ist auch 2 Punkte. Ja, der mit Sitzplätzen ist es da. Die haben halt 4 Sitzplätze, der hat nur 2 Punkte. Ja, aber die finde ich schöner, die kleinen. Ich finde es auch ganz cool. Also es fährt sich halt wirklich ganz cool. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Guck mal, der lässt extra die Tür auf, damit du kannst, ja. Also auch die Thematisierung finde ich ganz knockig. So. Moritz geht da wahrscheinlich erstmal mit Elena rein, ich nicht. Ich muss dann würgen. Jetzt alles nass, ich mach mal aus, bis gleich. So, wir stehen jetzt hier an Trapper's leider. Haben gedacht, wir können eine Runde fahren, aber es sieht doch sehr zu aus, weil halt wegen Schnee und so, da kommen Leute raus, Moritz. Die kommen nicht raus. Die kommen gucken. Ach so. Also wie ihr seht, es ist hier wirklich sehr schön verschneit. Ach so, ja, die haben auch keinen Baum mehr. Nee, ja, wir gucken jetzt irgendwie mal, wir gehen mal nach unten, da wo noch die Marienkäferbahn ist, da mal gucken, ein paar Aufnahmen machen. So weit wollen wir heute mal nicht gehen, ne? So weit gehen wir nicht, dann machen wir. Oh ja, ich hab ja auch noch, so. Du siehst noch besser aus. Guck mal hier, es friert schon ein hier auf dem Kopf. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr schöner Schnee. Schöne Thematisierung, im ganzen Park gibt es Schnee. Boah, Hubi kommt nächste Woche hierher. Guck mal, hat sich jemand auf die... Soll ich das filmen? Nein. Hubi kommt nächste Woche auch hier hin. Hier hin? Mhm. Ja, dann viel Spaß, Hubi. Warum denn jetzt? Dann Marco schon. Fragt, ob wir auch die Ski dabei haben, um auch die Piste zu nutzen. Also, nee, das hat ja auch zu. Ja, also es ist halt... Sommerattraktionen haben zu, Winterattraktionen haben natürlich auch zu, weil der Winter ja eigentlich schon vorbei ist. Aber stell mal vor, Moritz, nächste Woche kommt der Osterhase, ey. Im Schnee angehoppelt und versteckt die Eier im Schnee. Vor 2 Jahren hatten wir Ostern auch Schnee. Ja. Hier in Sauerland. Ah, ja. Vorsicht, hier ist Rutschgefahr. Die Treppe hier ist neu. Tunnel. Ach, wie heißt denn das hier nochmal? Brücke. Brücke, danke. Tunnel. Wie Lars? Ah, wie heißt das hier nochmal? Ah, hier. Ja. So. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen rum. Hier geht es ganz steil runter, das wird ein Arsch. Ach du Scheiße. Oh, nee, das Schild ist zugeschnallt. Das heißt, wenn wir uns aufs Maul kriegen, legen, dann... Ach du Scheiße, ey, das überleben wir nicht. Ja, auf dem Rucksack runterrutschen, das wäre doch geil. Ihr kommt vom Snowboard. Die weiche Welle, Moritz. Man muss nicht so Rampen bauen. Die Wasserbahn läuft übrigens. Ja, so. Also wir gehen jetzt da unten. Es wird, wie ihr schon merkt, ein etwas kürzerer Vlog. Warum auch? Aber es ist halt...
Ja, aber ja, wir gucken einfach. So, ihr wisst, dass ich ein Fanta Frozen Fan bin. Und es gibt in diesem Jahr neue Sorten. Also die habe ich letztes Jahr schon auf der ERS in Amsterdam probiert. Und könnt ihr jetzt mal hier angucken, diesen Vlog von der Pfalzer Packmesse, ist hier oben verlinkt. Es gibt jetzt zum Beispiel die Sorten Blau und Rot von Fanta Frozen. Ich verstehe das noch nicht, warum das jetzt hier in so einem Ding ist. Normalerweise sehen die Fanta Frozen Automaten irgendwie anders aus. Nein, das ist nicht nur Werbung, weil es hier oben drauf auch steht. Wir müssen gleich doch noch mal ein Stück weiter runter. Weil? Wir spielen direkt im Schnee fotografieren und den Topfilm im Schnee. Ja, machen wir. Ja, es gibt ja natürlich auch noch hier Slushpapier und so. Aber ja, obwohl das eigentlich hat Fanta Frozen hat eigentlich eine andere Farbe, also einen anderen Automaten, deswegen verstehe ich gerade nicht. Das sind halt genau die gleichen Automaten. Ja, ist doch scheißegal. Macht ja, ob es das halt auch ist oder ob es wirklich nur Werbung ist und das Slushpapier ist. Ja, klar. Man weiß nicht. Das aber wird hier da steht drin sein, aber. Aber halt die Automaten, das frage ich nicht. No. Wenn das da dran steht, ist das auch da drin, sonst hätten die nicht nochmal so raus. Stimmt. Aber Moritz, der spielt gerade Knivel. Knifte? Mhm. Also bei uns heißt es einfach Butterbrot, Stulle oder was zu essen. Keine Ahnung, was die im Sauerland alles für komische Wörter haben. Ich ja. Euch, ihr habt auch völlig unnötige Wörter. Wie zum Beispiel. Da ist einer da. Abonnieren. Was ist das für ein Wort? Komm hier, Arkade. Oh, cool. Aber kaputt. Also zu. Geht auch nicht. Schnee. Ja, weil es hier Winter ist, ne? Was schneit. Nein, Sommersaison. Es ist nur in der Sommersaison verfügbar. Ist das ein Brunnen, der redet? Nein. Da, wo der Shake früher stand, ja. Steht jetzt der Drache. Der stand aber letztes Jahr schon da. Da bin ich letztes Jahr schon mitgefahren. Weiß ich doch nicht. Aber der Topsfinder hatte auch letztes Jahr zu. Ja. Das ist der Alte vom Planet, der stand schon mal in Lüdenscheid auf der Kirmes. Echt? Mhm. Voll toll, was es alles gibt. 2008. Wo ist er zu viel in seinem Kopf? Ein Kirmes ist Tourier. Wahnsinn. Ja, also wir gehen jetzt nochmal unten runter. Man hört es plätschern, aber es hört wir haben nicht. Das repariert. Was denn? Und lackiert endlich. Die Abfahrt ist jetzt blau lackiert, so wie der Rest der Strecke. Und da läuft wieder Wasser. Ja. Für Zeiten riecht da keine. Und die haben Darkwild Part, ne? So klein. Mhm. Mit Neon. Wie heißt das? Blaulicht? Nee. Aber nur weil kein Schneelicht. Schwarzlicht. Ja, da ist doch alles drin, ne? Alles und Licht. So, wir gehen weiter. Mal zu Speedsnack gucken, ein paar schöne Fotos im Schnee machen. Mhm. Ja, und oh, ich habe voll die Idee. Das finde ich voll lustig, weil das ist auch so ein bisschen so den Tür, ja, im Gesicht. Oh, frischt das ein bisschen auf. Der heult so rum, dass ihm kalt ist. Was tut der? So, guck mal, da ist mein Gesicht drin. Deine Nase! Man sieht das, glaube ich, kaum. Ich sehe deine Nase. Die hab ich, auch ich muss gerade ein Bild machen. Ein Bild, ja. Also, wir gehen jetzt mal zur Achterbahn. Ja, wir sind jetzt hier mal am untersten Punkt von Fort Fun gewandert. Auch hier Rocky Mountains. Wie heißt das? Cars oder wie? Leck's nicht an. Ja. Leck's nicht an. Ist heute Teil noch nicht am Ach ja, der arme Mann. Der arbeitet da noch, also normal sollte das laufen, aber er ist wohl irgendwas an dem Auto und der flucht hier einfach so rum. Ja. Sieht schön aus. Wir sitzen hier, wir stehen hier und das ist einfach immer so, leck mich am Arsch! Ey, woher, ich denke, woher kommt das? Ah, ich kenn nicht mehr. Wir können alle kommen. Ja, die Marienkäfer. Hier Riesenrad fährt, ja, ja. Oh Gott. Marienkäferbahn. Eingeschaltet, funktioniert auch nicht. Geht nicht, Reifradantrieb. Oh Himmel, nimm mit. Ja, hier wird es gerade ein bisschen schön. Wie gesagt, das Marienkäferbahn heute auch nicht. Keine Achterbahn fährt. Ja. Zum Glück gibt es ja noch das Fort Fun Labs. Können wir uns gleich mal ein bisschen aufwärmen. Innen drin, unter diesen virtuellen Shooting Dark Ride oder wie man es auch immer nennen mag, da mal austesten und mal fahren. Der ist eigentlich ganz cool. So, also, ihr seht, ne? Reibräder,
mit Schnö. Ey, die sollten die mal anmachen. Guck mal, dann ist der Schnee so wusch. Lustig. Warum geht denn hier der Schnee weg? Weil jetzt die Sonne rauskommt. Oh. Geil! Alles aufmachen. Ja, können. Also ich würde gerne eine Runde Trapperschleider fahren heute. Sag mal, wie viele Brote isst du denn? Im Sommer ist Winter. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Geht los, Adrian. Du. Das ist das früher im Panoramapark. Aber auch nicht zu den Endzeiten. Das war gar nichts mehr, es geht einfach nur runter. Und los. Ach doch. Töne. Oh, der dreht durch. Ehrlich jetzt? Ja, jetzt nicht mehr. Festhalten bitte. Schiffschaukel. Nein, Katiki. Oh, das ist kalt, Junge. Was? Junge, wir sind zwei Junge. Junge, Alter, Ehrenmann. Ehrenjunge. Kommen Sie rein, können Sie raus. Ja, fahren Sie mal ein Ründchen. Warum sind wir mal unten? Guck mal, auf der anderen Seite, die Leute, die sehen aber hässlich aus, oder? Auf der anderen Seite sind wir oben, wir sind immer unten. Was ist das? Jetzt aber. Hui. So muss das. Wegen dem Hut. Oh! Was ist das denn? Guck mal, da ist gelber Schnee unten. Siehst du das? In der Mitte die gelber Schnee. Das ist Schiene. Rusty ist ein Snowman. Rusty, der Schneemann. Oh Gott! Hey! Hier ist der Schneemann! Jetzt aber hier! Richtig, mit Schmackel. Wird Zeit verfahren. Was ist das? Ein Lösekopf? Oder ist das da? Oder ist das einfach eine Walnuss? Da oben, da, in der Mitte, das Ding. Am Ende. Das ist ein Kopf, wenn du von hinten bist. Das ist also so ein Löwe. Da ja. Ist das ein Löwe oder eine Walnuss? Eine Löwennuss. Die brauchen wir eine Fahne. So, ja, wir haben gerade was da unten gegessen im Restaurant. Lecker Schnitzelchen. War eigentlich ganz okay. Wir haben unser Achterbahnrad. Ich habe mir ein Achterbahnrad gekauft von der Speed Snack. Zeige ich euch gleich nochmal, irgendwann, wenn wir da drin sind. Es gibt große und kleine, du hast ein kleines geholt. Ein Minirad. Es gibt auch mittlere, die gab es aber momentan nicht.
25 Euro, 30 Euro. Aber die gibt's eigentlich. Und 65 Euro kosten die. Also ich habe mir so ein großes geholt, obwohl das Groß jetzt auch nicht so groß ist. Aber es ist halt das Größte, was sie verkaufen. So. Ja, wir stehen jetzt hier bei Devil's Mine, ihr seht. Die Teufelsachterbahn. Die Teufelsachterbahn wurde neu lackiert. Die Stützen und die Schienen. Auch da wird so ein bisschen noch was neu gemacht, wenn ihr das seht. Da ist auch noch ein bisschen Gerüst dran. Meine Schuhe sind durch. Aus dem Schnee wurde so ein bisschen Schneematsch. Ist jetzt aber auch wieder gut alles weg. Also nicht alles weg, aber ihr seht schon, es wird auch schon richtig gut geräumt. Wir wollen nämlich hier nochmal in Labs reingehen. Erstens, weil es da schön warm ist. Zweitens, weil man da auch noch ein bisschen was machen kann. Und hier der Turm der Freefall hat auf, Moritz. Das auch? Da komme ich nicht hoch, da haben wir aufgegeben. Ja, weil ihr das Pascal Amara und nicht. Nee. Ganz schnell, du musst gleichmäßig trampeln. Das auch, aber er hat gesagt, sobald da schon zwei Erwachsene drin sitzen, kommt der Motor kein Crash. Ja, genau. Ja, wir gehen jetzt in diesen Indoor-Bereich, der ja auch im Winter auf hat, ne, soweit ich weiß. Mhm. Wo man sich so ein bisschen betätigen kann, ein bisschen sportlich. Oder aber auch virtuell Sachen. Genau, wir schießen einfach auf irgendwelche außerirdischen Roboter. So. Oh, hier ist wirklich schon warm. Ihr seht, hier sind ganz viele so Spielgeräte. Wir können hier auch DJ spielen zum Beispiel. Hier dieses Laufspiel. Dann kannst du Zocker ballern. Ja, das meine ich. Das ist voll cool. Das machen wir jetzt mal. Ja, erstmal ballern. So. So, ja, wir sitzen jetzt hier in Labs drin. Wir haben gerade eine Runde geballert. Was heißt Labs? Schön. Lachen, arbeiten, bauen, spielen. Echt jetzt? Was? Nein, irgendwas anderes. Aber cool. Wir sind mit dem Foxdom gefahren, gegangen, gesoffen, also geschossen. Ich finde den Ding. Da gab es auch mit Western, ne? Mit Western. Wir haben einfach wild auf irgendwelche Aliens. Ja. Aber. Wir haben gesagt, hey, warum, wir werden ja Fotos gemacht, so, hey, warum gibt es denn kein Foto von mir? Ja, und dann war es einfach so ein Sitz, wo keiner drauf war. Lag halt daran, dass ich die falsche Pistole genommen habe. Nein, guck einfach, der leere Sitz den gewinnt. Ja. Das war voll gut. Ja, hier haben wir jetzt noch lecker Kakao getrunken. Es ist ja ein bisschen kalt draußen, aber die Sonne scheint jetzt langsam, glaube ich, hier. Mal so ein bisschen rein. Und ja, packen wir gleich zu. Also, Labs aber noch nicht, weil die haben bis 17 Uhr auf. Ja, wir hatten Spaß. Ich wollte euch aber was zeigen. Und zwar habe ich mir ja ein Achterbahnrädchen gekauft. Moritz hat mir einen Finger drauf. So. Ja. Irgendwo steht noch ein W-Koma. Keine Ahnung. Warte, ich zeig's dir. Ben findet das nicht. Zeig es. Ja, Elena hat ein kleines Rad. Warte, wo so. Steht es? Achterwerke. Da. Warte, es wird nicht scharf. Aber ihr könnt mir glauben, da steht W-Koma drin. So. W-Koma. Bekoma und du hast Adlerberge drauf. Adlerberge. Ja, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall noch ein Laufrad dabei. Das kostet ja 25 Euro, ne? Genau. Das hier mehr. Kann sich auch mal mit was Kleinerem zufrieden geben. Ja, eigentlich, naja. Ja, ich habe jetzt das hier. Andere Essen auf dem Tisch. Die rollt hier mit Achterbahn. Da steht's drin, Bekoma. Auf dem Tisch gehört der Kugel, da hat das Achterbahnrad nichts zu suchen. Oh Gott. Ja, also. Ben kann hier nicht so machen, der hat dann schmierige Hände. Ja, ich hab dann Schmiernippel. Na, kann so machen, der hat nicht schmierige Hände. Ich will auch noch so ein Rad, ich kaufe auch noch so eins. Ah, ne, hat er jetzt zu. Aber dann siehst du noch die gute Farbe. Er hat noch nicht zu. Naja, das Rad ist aber auch rot, oder? Weiß ich nicht. Moritz, ja, wollte ich auch gerade sagen. Was früher war die orange. Und die riecht auch voll nach rot. Passt ja, rot und rot. Minuten, ja. Um dir auch so eins zu. Und du auch. Ich will aber keinen. Den will ich damit rumholen. Nee, meins richtig gut. Meins riecht nach. Nach guck mal. Nach Holland. Kannst du mal solche Kraftausdrücke benutzen? Nach Scheiß. Riecht nach Holland. Ist auch ein Schmiernippel dran. Ja. Guck, hier haben wir einen Schmiernippel. Und hier keinen. Aber hier haben wir einen Schmiernippel. Damit man hier. Schmiernippel. Raus, da. Damit die auch geschmiert werden, die Lagerstes, damit das auch flutscht. Jetzt neu, Phantasien Fort Fun, Westweg bei Wasserfall. Jo, wir sind jetzt immer ein bisschen rumgelaufen, haben noch zweimal hier diesen interaktiven Shooter da gefahren. Es sieht so aus, als ob es heute nicht wirklich, hier war eben noch überall Matsche. Alles ist weg.
Der Himmel ist blau, wenigstens da drüben. Die Vögel fliehen. Warte mal. Was denn? Jetzt wurde das Dach, ne? Kann man mal so ein Foto machen, kann ne? Kann man mal ein Foto machen. Moritz macht noch ein Foto, ich habe mein Achterbahnrad, deswegen bin ich auch eigentlich hier gewesen, deswegen bin ich glücklich. Ich kann noch ein zweites Mal jetzt umsonst hier rein. Es sind wirklich nur 4 Sachen gefahren, ne? Ja, es taucht nicht so auf, sonst gut ab. Ja, es hatte nicht viel auf. Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Zum Glück hatte ich meine Winterjacke noch im Auto. Läuft, würde ich sagen. Ja, habe ja schon erwähnt, dass hier heute nicht so der große Vlog am Start ist. Aber wir haben das Beste aus diesem Tag gemacht. Wir haben das gleich kurz vor 3. Die ganzen Attraktionen haben dann jetzt auch schon zu. Können jetzt noch ins Labs, die haben bis 17 Uhr auf. Aber es lohnt sich halt auch sonst nicht, weil hier ist halt wirklich nichts mehr auf. Vieles, was zu hat. Ich glaube, der Park hätte sich das auch ein bisschen anders vorgestellt. Kann der Park natürlich nichts für. Alter Schwede. Ist halt so, aber man hat das Mögliche gemacht, was man halt möglich machen kann. Und zwar uns und noch. Kostenlos in den Park zu lassen. Genau, praktisch kostenlos in den Park zu lassen, um dann nachher nochmal wiederzukommen. So, Moritz baut sich jetzt hier noch einen Snowman. Die wollen irgendwas von dir. Warum wollen die was von mir? Gar nichts wollen die. Hilfe, ich hab Angst. Ja, damit war's. War es das von diesem Vlog. Achterbahnrad, die gibt's übrigens hier. Ja, hier gibt's Achterbahn. Also ihr müsst schnell sein. Nur eine Kiste. Eine Kiste Achterbahnräder, klein, mittel, groß, gibt's hier. Und ja, ich habe mein Achterbahnrad, ich bin glücklich, fahre nach Hause. Und ich bin voll schnell. Ja, muss der Kick gleich, mehr wird das mit Schnee eingeseift. So. Ja, tschüss Moritz, ne? Was? Du fährst jetzt noch nach Carmen. Besuch die mal. Und wir überlegen noch bis zum Ausgang. Ihr könnt ja mal mitkommen. Ja, wir müssen nämlich noch was bestellen. Auch essen. Was bestellen? Was ganz Bestimmtes? Wir müssen noch was ganz Bestimmtes bestellen. Mit nach Carmen. Wer ist dafür, dass die beiden mit nach Carmen auf die Kirmes kommen? Schreibt es in die Kommentare und stimmt bei der Abstimmung hier oben einmal ab. Ja oder nein? Naja, egal. Also wir bestellen genau sagen, vielleicht wie viel was. Uhr es ist. 9. Ach Gott, wir machen nur noch Blödsinn. Wir sehen uns in einem anderen Video hier bei der Phantom Arena. Abonnieren, liken. Abstimmen. Abstimmen und ein T-Shirt kaufen. So, wer hat das gesagt? Ach, das sage ich nicht. Aber ja. Merch-Shop gibt es jetzt, gibt es auch. Gibt es unten im Index. So. Tschüss, Moritz. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich auf der Kirmes oder ja, so. Tschüss, Frau Elena, Miss Kosa. Tschüss. Tschö. Tschö, fortfahren. Tschö. Ah, nee, eigentlich müsste ich ja hier hin. Tschö. Zum nächsten Mal. Ach ja, hier habe ich erzählt, ne? Nur angemalt. Tschüss.